Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum nächsten Part von Minecraft Reloaded. Und heute mal nicht allein, heute habe ich mir den guten Quinworld hierher geholt. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder was auch immer, auch für die auf meinem Kanal. Ja, der Ösi, der da Ösi, hat mich mal eingeladen, da ich hoffnungslos verloren bin in diesem Mod. Das ist galaktisch und ja, ich weiß nicht, der Plan sah, glaube ich, vor, dass du mich jetzt ein wenig an die Hand nimmst. Ja, also was noch dazu gesagt, so zwischen der letzten Folge und jetzt habe ich ein bisschen Offscreen gespielt. Nur kurz so, ich habe hier einfach die Fläche leer geräumt, ein bisschen Zeug gefarmt. Und habe halt auch eine kleine Tour gemacht. Kann man hier so auf der Karte sehen, habe ich da ein bisschen erkundet. Und da habe ich in einem Villager-Dorf eine Schmiede gefunden von Tinker's Construct. Was sehr formidabel ist, weil da muss ich mir das Zeug nicht selbst farmen. Und da habe ich mir gedacht, da Quinn sich sowieso noch nicht auskennt mit den ganzen Tinker's Construct-Sachen. Zeige ich ihm mal, wie das Ganze funktioniert, wie das aufgebaut wird. Und ja, ich sehe gerade, man müsste sowieso noch ein, zwei Gegenstände dafür erarbeiten. Ein paar Kleinigkeiten, das geht eh recht schnell, wenn man rauskommst. Ich folge dir einfach. Ja, und was auch noch dazu erwähnt sei, ich habe jetzt hier ein bisschen Musik mal laufen. So ein paar Gameplays habe ich mir rausgesucht. Wenn du irgendwie Wünsche hast oder so, kannst du gerne zu mir in die Kommentare schreiben. Ist überhaupt kein Problem. Sollten halt möglichst. Naja, welche sind, wo ich jetzt nicht irgendwelche urheberrechtlichen Probleme kriege? Ich weiß nicht, ob ich mit denen Zelda und Harvest Moon Liedern hier urheberrechtliche Probleme kriege, sonst muss ich das eh. Gut, aber genug davon. Kann ich dir auch mal gleich diesen wunderschönen Schaufel demonstrieren, wenn ich hier grabe? Hier gleich ein schönes Feld frei. Gut. Für Tinker's Construct brauchst du diese Seeds, Bricks, das sind die Teile hier. Die machst du dir aus einer speziellen Mörtelmischung, die du aus Sand, Erde und Lehm machst. Nein, Kies, Sand und Lehm. Und die brennst du dann im Ofen zu Bricks und dann kannst du diese Blöcke draus machen. Okay. Und damit du eine Schmiede für Tinker's Construct machen kannst, brauchst du diese Blöcke. Weil dann wird es erst als Schmiede erkannt. Minimum ein 3x3 Feld. Boden und dann ausfüllen an den Rändern, so hoch wie du es halt willst. Je höher die Schmiede ist, desto mehr passt rein. Okay, So. das erinnert mich ganz stark tatsächlich an diese Terra Firma Craft Mod, die ich mal gespielt habe. Da musstest du diese Schmelze auch ähnlich bauen und hast oben dann einen Schacht gehabt, wo du die Erze reinschmeißen konntest und der hatte die dann quasi geschmolzen und du konntest sie unten Genau. als Flüssigerz rausnehmen. So, jetzt brauchen wir aber noch. Müssen wir noch ein paar Bricks farmen, denn damit wir den Ausguss machen können, brauchen wir noch ein paar Bricks. Die waren leider bei dieser Schmiede nicht dabei aus irgendeinem Grund. Ich weiß Ich nicht, wie gebe dir dir das deinen Affe einen. gefarmt hat. Achso, ich gebe dir deinen einen erstmal wieder. Gut. Das heißt, ich glaube, Kies habe ich sogar. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Sand und ein bisschen Lehm organisieren, damit die dann Wasser sind, sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Mal schauen, wie viel Kies ich habe. Da 32, das reicht locker. Okay. Gut. Ja, brauchen wir Sand und Kies, Sand und Lehm. Alles nur Erde. Okay, Sand kenne ich. Sand kriege ich hin. Lehm Lehm, ich weiß solltest jetzt du. gerade nicht, welche Färbung der in diesem Texture Pack hat. Weißt du das Das ist gerade aus eigentlich dem so Kopf? gelblich. Also, Okay. wenn du irgendwas Gelbliches unter Wasser siehst, müsste es eigentlich Sand sein. Und Lehm dann dementsprechend so ein Orange, kann das sein? Nein, nein, so ein hellgrau ist es. Ah, okay. Ich habe Ja, jetzt gerade was ihr. gegessen, da rieche ich noch voll nach dem Schiff. Also, wirklich eine. Also, es Muss ist ich ja mir voll nie. zusammenreißen? Entschuldigung. Nee, kein Problem. Ich wollte nur noch mal anmerken, für die letzten Folgen nicht bei mir oder mit mir mitbekommen haben. Ich hatte ganz am Anfang bei dem Projekt mal in den Raum geworfen, so meine aktive Zeit in Minecraft war zu der Zeit, wo Treppenstufen noch eine Neuerung waren. Ja. Deswegen werdet ihr die ein oder andere doofe Frage von mir zu hören bekommen und ich hoffe, dass Ösi da auch immer die passende Antwort hört, weil das sind alles Klamotten. Ja, ich weiß leider bei weitem auch nicht alles. So, aber ich sehe schon, hier in diesem Gewässer gibt es nicht mal Sand aus irgendeinem Grund. Das heißt, wir belassen das hier mal und Was suchen ist uns kurz mal ein denn, anderes Gewässer. wenn wir Richtung Südwesten gehen? Ja, Durch den, bitte also. ich nenne es jetzt mal Durch. Roten Wald, da kommt auf jeden Fall noch ein Flussgebiet, wo ich auf meiner Map Sandküsten sehe. Ja, dann gehen wir dahin und. Wenn man die letzte Folge gesehen hat, weiß natürlich, ich muss die Gardenings hier mitnehmen.
Also ja, tob dich aus. Ich überlege gerade, ob ich diese. Doch. Oh, sind die brennenden Hunde böse? Ja, das sind die Höllenhunde. Ach, Die greifen mich an. dann Einfach bleibe ich da mal lieber weg. weg. Ja. Ich laufe einfach mal nach zu der Küste. Ich weiß ja nicht, wo die ist. Ja. Ich glaube, Übrigens, wenn du einer der Essen Hunde. brauchst, ich habe noch ein paar Brote im Inventar. Ach so, Falls es. ja. Ich schreibe, wenn es ist, aber ich glaube, einer der Hunde hat tatsächlich Witterung aufgenommen. Ich hab eh Schwert und Bogen, das wird schon hinhauen. Ah, ne, er gibt nach. Okay. Also, wenn ich das auf meiner Map richtig gesehen habe, müssen wir einfach nur an diesem, ja, ich sage immer, dem roten Wald, der jetzt zu unserer Linken liegt, vorbei. Und auf der Rückseite davon ist auch nochmal ein ganzes Stück Fluss. Ach ja, genau, den Fluss, den kenne ich eh. Wie viele Kleiner Funfact Äxte übrigens. braucht man eigentlich, um diesen Baum niederzuholzen? Naja, ich sag mal so, eine Diamantaxt mit Haltbarkeit 3, glaube ich, alleine reicht nicht. Ja, ich habe es tatsächlich in einem Singleplayer-Mod mal ausprobiert. In meiner völlig Ist das klasse? hoffnungslosen Romantik habe ich eine Eisenaxt genommen und habe dann festgestellt, okay, ich kann mir mit der Eisenaxt gerade so ein Wohnzimmer in diesen Baum boxen. Ja, du kennst ja diese großen Bäume, die hier bei mir im Gebiet sind, ne? Die Tannen, ne? Ja, genau. Und selbst dafür reicht gerade mal so eine Eisenaxt. Gut. So, okay, also hier haben wir auch noch mal Kies, falls wir noch mitnehmen Genau. wollen. Ja, hier haben wir hier ist eh Lehm und Sand. Passt recht gut. Sehr schön. Ja, ich war nützlich. Das ist für ein komisches Salz. Ich habe Salz gefunden, oha. Hä? Salty. Ach ja, genau, Nana ist ja auch noch. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ach so, ja. Also, das ist Nana, ne? Ist auch beim Projekt dabei. Link ist natürlich in der Videobeschreibung unten. Wer Interesse haben sollte, falls jemand Interesse hat, versteht sich. Also ich gucke ja alle von Nanas Videos. Bitte was? Ah, achso. Brauchst nicht zuhören, Nana schleimt sich nur ein. Bitte? Wir wissen alle, dass wir deine Videos nicht gucken. Finde ich geil. Okay, schade nicht. Du kannst ja dann noch deine eigene Schmiede bauen, wenn du dann weißt, wie das geht. Oder Wollte gerade kannst auch halt sagen. meine nutzen, das ist sowieso. Ja, über kurz oder lang werde ich mir das Ding dann selber bauen, weil dann immer bis zu dir laufen wäre wahrscheinlich auch ein bisschen Das kontraproduktiv. Teil müssen wir übrigens auch noch befeuern. Das klappt nicht mit Kohle oder Holz, sondern mit Lava-Eimern. Uns auch noch organisieren. Gut. So, das sollte aber eigentlich eh schon genug sein. Okay. Also ich habe jetzt nochmal Brauchen wir. 30 Sand und 30 Lehm in der Tasche. Nicht Ja, passt Lehm, gut. Kies. Was Gut. ist das? Ach, das ist Salzblock, okay. Keine Ahnung, wozu man das braucht. Also Gibt es einen Kochmod? Ich nehme mal ein bisschen Salz mit. Kannst du mit ja, der ich Hand habe auch auch ein immer? bisschen was. Das ist Mechanism. Ja, was muss man machen? Wer weiß, Ja, was damit wird, kann wenn man man. kochen, ja. Passt schon, das gibt's. Ich nehme mal jetzt einfach einen Stack mit. Oh, man kann Bananenmusbrot machen. Boah, geil. Also Sunflower Wheat Bros. Okay, ich bin wieder direkt hinter dir. Ich habe nur mal einfach gedacht, ich packe mal einen Stack Salz ein. Ja, schadet ja nicht, also. Nee, ich bin, was sowas angeht, bin ich aber auch ein Messi. Also ich muss von allem, was ich finde, irgendwie mindestens einen Stack haben. Weil sonst kommst du irgendwann an den Punkt, interessierst dich für irgendwas und merkst, du brauchst XY und kannst dann erstmal wieder 3 Stunden lang losrennen, um das zu finden. Kleine Info, wenn du wann mir helfen willst und du siehst hier solche Teile, die Garden heißen, oder halt, ich weiß nicht, wie die bei dir heißen am Ende. Im Garten. Ja. Mit Rechtsklick abbauen Okay. und mitnehmen. Also das hilft uns auch für das ganze PM's Harvest Craft sehr weiter. Okay, das heißt, ihr seid in dem Projekt quasi Essensversorger. unsere frische Bauern. Genau. Wir haben eh schon Platz, also das wird dann südlich von meinem Haus, also dann der Südküste von dem See, wird dann die Farm gebaut. Sehr groß. Natürlich. Und ja, wann man will da irgendwie alles anbauen, was irgendwie anzubauen ist. Das wird sehr viel werden. Das klingt nach einem Garten, der irgendwann in mehreren Ebenen wachsen wird. Hm? Oder sehr, sehr groß ist. Ja, wir Aber ich kann da ein sollten. bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. In einem anderen Projekt, was wir nur so unter uns ge gemacht hatten, hat der knapp 2,64er Chunks gebraucht. Das ist Also zwei bis drei Chunks hat der schon zu jeder Seite hin gebraucht. Kann man doch Gut. mal machen, ne?
Ja. Ja, das wird anscheinend sein Fischmarkt, was er gemeint hat. Entschuldigung, übrigens, weil ich mich ein bisschen manchmal räuspern muss und. Hey! Au! Ich bin dran. Ich habe eh keine Pfeile mehr. Das Ja, mit wir sind dem. heute auch mal so drauf gekommen, dass wir vielleicht mal anfangen sollten, ein paar Sachen anzupflanzen. Ist, Bisschen. hätte so seine Vorteile. Na gut, wenn ihr tatsächlich die Nahrungsmittelversorgung übernehmen wollt, darfst nicht vergessen, wir sind jetzt 9, 10 sogar. Ja, Chris ist ja noch dazu gekommen. Ah ja, stimmt. So, ich will Ja, irgendwie mal kurz guck mal, schlafen. das ist der typische Minecraft-Singleplayer, weißt du? Mach mir die Tür vor der Nase zu. Ja, da sind Monster draußen gewesen. Wie kopflose Zombies oder Baby-Zombies mit Rüstung. Aua! Ey! Das ist auch der typische Minecraft-Singleplayer. Du schlägst einfach einen anderen den Gegner ins Gesicht. Ja. Hauptsache, ich krieg's Ja. nicht ab. Gut. Dann komm mal her. Achso, ich hatte Ja, dir das jetzt gerade Gucke, das das ist auch. Zeug mal Das. hingeschmissen. Okay, warte, muss ich kurz mal abladen. Ich gebe dir Deckung. Gut. Komm mal rein hier. Hier auf den Crafting-Table. Da sehen wir nämlich beide, wenn wir was machen. Ah, okay. Müsstest du jetzt sehen, dass ich da jetzt Zeug platziere eigentlich. Genau, im Endeffekt so machst du diese Mörtelblöcke. Ich glaube. Bei Also mir heißen echt sie merk. Glut. Ja, Mörtel heißen sie. Das ist aber eine Ja. merkwürdige Konstellation. Also vom Aufbau her einfach, ne? Ja, schon klar. Einfach alles nehmen. Das Zeug gehört dann gebrannt in den Ofen. Ich brauche noch mehr Öfen. Und daraus werden dann diese Bricks gemacht. Dann letztendlich brauchen. Okay. Der Tisch bezieht jetzt alle vier Kisten in Nein, sein ich glaube nur die Inventar? links davon. Nur die links davon, glaube ich. Ah, okay. Das ist übrigens auch Tinkers Construct Table, den kriegst du, indem du einfach eine Werkbank in die ins Crafting-Feld nochmal legst. Okay. Gut, Und wenn du das da kriege ich Zeug hin. reinlegst, dann bleibt es auch da drin liegen, also es fällt nicht raus. Alles klar. Wenn du mal ein Crafting-Table nimmst. Workbench nochmal ins Crafting-Feld, um so einen zu kriegen. Kiste daneben als Inventar. Und wenn ich Sachen da reingelegt habe, bleiben sie drin. Das Denke ich recht simpel. Finde ich gut, dass ich mir das Teil so eingebaut habe. Ich So. postiere mich mal hier auf deinem Bett, damit du nicht mehr durch mich durchlaufen musst. Hüpf, Ich habe auch meine hüpf. Schuhe ausgezogen. Ah, das ist super, danke. Dann muss ich die Bettwäsche wieder Oh ja, waschen. ein Hausschuh-Mod. Gibt es den auch? Gibt es, Sicher. aber ich glaube, der ist hier nicht mehr drauf. Das war jetzt nicht ernst gemeint, oder? Dass es so eine Doch. Mod gibt. Auch so eine Mod gibt es, aber wie gesagt, der ist hier nicht mehr drin. Nein, nicht der Wood-Mod, sondern Hausschuh-Mod. Also ich kenne ihn zumindest nicht, wenn es ihn gibt. Also, ne, Es pushen, gibt so schlappen. einen. Oh, ja, warum wundert mich das jetzt nicht? Ja, hallo, es ist fucking Minecraft. Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Ich folge. Hier diese Büsche. Hier unten. ja. Die findest du manchmal in Höhlen, das sind Essenzbüsche. Wenn du die mit Rechtsklick erntest und die Beeren davon Rechtsklick auf dich machst, dann bekommst du Erfahrungspunkte. Okay. Ah, Also. die Essenzberry-Tasche. Essenzbeerenbüsche. Oh, ich habe Ja, einen genau. deiner Basteltische geklaut. Im Hast du Drop. den gerade abgebaut? Ja, eigentlich schon, aber Ich ich hatte weiß gar nicht. keinen Das Platz. kannst du bei mir im Video sehen. Aber was man übrigens in meinem Video auch sehen kann, ist, dass der Österreicher einen Topf auf seinem Kopf hat. Weil irgendwie der ein oder andere hier hat diese komischen Hüte ausgeschaltet. Ich finde sie eigentlich ganz witzig. Aber Ja, wahrscheinlich bei. mich nerven die Teile halt dann nur irgendwann auf Dauer, wenn es dann irgendwie ja, die Pferde auf dem Arsch haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja gut, das. Ja gut, und ihr kennt sie alle schon eine Weile, ne? Wie gesagt, für mich, das letzte Mal, dass ich aktiv gespielt habe, waren Treppen das Highlight. Deswegen sind Hüte für mich echt was Cooles. So, der Pattern-Tisch kommt dann und dann. Borsch. Achso, ach, du hast jetzt quasi die ganzen Tische von innen nach außen verlagert, einfach nur, Genau. oder was? Was man übrigens auch machen kann, diese Pattern-Box hier, also da kannst du die ganzen Pattern ablegen, aus Holz. Ah, Und wenn du okay. die eben direkt neben dem Part-Builder hinstellst, also das ist das Teil mit dem Viereck hier mit den vier Vierecken, dann kannst du die vom Part-Builder aus sehen, welche Pattern du daneben hast. Dann musst du nicht Okay. in den da haben. Scharf.
Ja, genau, geh in die Schmelzhallen. Da gibt's leckere geschmolzene Schaf. Ups, Entschuldigung. Hey. Es ist umgekippt. Ist der aus der Hand gerutscht, ne? Genau. Ich meine, jetzt muss man ja sagen, ihr habt euch auch hier einen coolen Spot ausgesucht, so mit Blick auf dieses. Ja. Dorf, das wann wir noch abreißt, ja? Nein, das kann er nicht bringen. Doch, tut er, aber baut dann andere Gebäude. Das macht er morgen im Stream. Genieße die Aussicht, solange du kannst. Nana, oh, Nana ist coming. Auch hier. I'm back, bitches! So. Haben wir eigentlich hier schon mal genug? Soll ich reinkommen? Weiß nicht, nachweislich. Das ist aber echt gefährlich hier mit der Grube vor deiner Tür. Ja, die Musik, die schütte ich da sowieso noch zu. Und zwar, wenn du reinschaust. Also, gleichzeitig noch mal Crafting-Rezepte. Was du auch unbedingt noch brauchst, sind diese Drain, also die, wo es rausfließen kann. Mhm. Du kannst dir auch so längere Röhren machen, dass du da ein ganzes System machst, wo das dann entlang fließt, dass es episch aussieht. Ach du Scheiße. Also ich hab, du meintest ja, dass du so eine Zwergenstadt baust, ne? Ja, ich sehe es gerade halt vor mir. Genau, dass du da so wirklich solche riesigen Schmieden baust, wo das Eisen nur so entlang fließt. Ja. Und ich glaube, wie war das? Ich glaube, so, genau, so ein Smelter Drain. Mhm, Schmelzerei-Ausguss heißt es auf Deutsch. Ja, ich hab's auf Englisch, weil... Ja, ich werde, glaube ich, für morgen auch mal oder morgen auch mal wieder auf Englisch umstellen, weil das war auch mit Titan so das Problem. Wir hatten versucht, diesen dusseligen Gummizapfhahn da zu finden. Ja, den so, Tree-Tap. Ja, genau, Tree-Tap. Und bei mir im Deutschen heißt es Zapfhahn. Wer sucht denn dann bitte nach Zapfhahn? Zapfhahn ist für mich das Ding vorne am Bierfass. Genau, richtig. bei denen musst du etwas aufpassen. Ach, wir brauchen noch das Military Control, den muss ich auch noch bauen. Wenn du diese Drains hinstellen willst, dann musst du immer so zur Schmiede hinschauen, dass quasi dieses kleine Loch da nach außen hin zeigt. Okay. Und an diesem Loch musst du dann noch diese Teile dran bauen, damit wirklich rausfließt. Und unter den Teilen halt entweder die, wo halt dann ganze Blöcke ausgegossen werden, oder die Teile, wo halt dann du eine Schablone reinlegen kannst aus Metall und die dann gegossen wird. Das wäre jetzt das Gegenstück quasi zu diesen Holzplatten dann, ne? Genau. Okay. Jetzt muss ich noch kurz das Smeltery Control bauen, über den kannst du dann halt die ganzen Blöcke reinlegen. Und einen Tank brauchen wir, ach du Scheiße, einen Tank brauchen wir auch noch. es ist schon wieder eine Weile her, brauche ich Glas für. Smeltery Control. Ach ja, die geht leicht, das ist nur so. Du hast nicht zufällig ein paar Seared Bricks nachher über? Ja, hängt davon ab, wie viel. Aber ich glaube, dadurch, dass ich einige einschmelze, sind dann noch ein paar übrig. Okay. Übrigens, wie schon erwähnt, wer hier bei mir, wer wie Cobblestone oder Erde braucht, ich hab genug. Hier zur freien Entnahme. Solange es nicht alles ist. So. Dann brennen wir noch ein bisschen ein. Dings, Tanks, irgendwie muss man die Lava noch reinfüllen. Hast du noch Sand? Nein, ich habe hier noch Sand, passt schon. Ich wollte gerade sagen, ich Sand und Kies hatte ich das dir alles gegeben. Ja. Ole, passt schon. So, darauf erstmal eine Stulle. Ole. Habe ich eigentlich einen Eimer? Jetzt muss ich auch noch Eimer machen. Ich wollte gerade sagen, du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du hier Hightech-Maschinen aufbaust und jetzt daran scheiterst, dass du keinen Eimer hast. Ich habe nicht mal ein geschmolzenes Eisen. Hey, ich habe einen Nuklearreaktor, aber einen Eimer kriege ich nicht. Nö. Aber das wäre ein Rezept, das ich noch im Kopf habe. Was, der Nuklearreaktor? Nee, ein Eimer. kleiner Funfact, wenn du die Erzblöcke in die Dings legst, in die Schmelze zum Einschmelzen, da bekommst du pro Erzblock zwei Barren raus. Okay. Hier ein bisschen Eisen für den Eimer einschmelzen. Das heißt, du kannst quasi mit deiner Maschinerie aus dem Erz doppelt so viel Ertrag holen, wie ich als Wenn du es in den Ofen schmeißt. Ja. Verdammt. Es gibt auch noch andere Maschinen, zum Beispiel du kannst einen Macerator bauen, das ist glaube ich von Industrial Craft. Und der pulverisiert dir das Erz und dann kriegst du auch zwei Erzpulver pro Erzblock raus. Und du kannst mit einem Pulver einen Barren schmelzen. Ja. Das ist dann halt einfach quasi Optimierung bei der ganzen Geschichte. Ja, wie nicht. Jetzt schaue ich nur gerade, was suche ich eigentlich? Ich wollte nach dem Eimer. Nein, die schmelzen gerade. Ach, da sind meine Sieb-Bricks. Gut.
Dann brauchen wir noch die Smeltery Control. Machen wir eine Kiste aus den Blöcken hier. Das ist das Kernstück davon. Ja. Dann brauche ich noch einen Tank. Du kannst auch mehrere Tanks machen und du kannst auch aus diesen Seared Bricks und Glas kannst du auch Fenster machen, die aus halt auch als Teil der Schmiede dann sehen. Da kannst du quasi in diese Schmiede reinsehen. Das ist cool. So, ja. Okay, dann mache ich noch schnell zweimal. Ja, das Rezept hätte ich Zack. jetzt auch noch gekonnt. Boah, das ist dann gut. Ja, Bäh. ich bin voll der Ich Pro. zuschütten. Ich zu erwarte es. Vielleicht da noch eine Falltür in der Taste. Ich habe jetzt So. gerade bei deiner Grube auch an Falltüren gedacht. Kannst du nicht einfach Falltüren dran setzen und die zumachen und bei Bedarf Ja, kannst du es wieder aufklappen? das mache ich eh dann. Entschuldigung. Was Ja, nun, mal Entschuldigung. gucken, ob So. ich euch finde. So. Smeltery Control. Also grundlegend brauchst du für, damit die Schmelze wirklich funktioniert, ein Smeltery Control, mindestens ein Drain und einen Tank und halt die Reihe aus diesen Blöcken. Dann müsste. Teil muss natürlich auf der Höhe sein. Gefeuert wird. So, und jetzt siehst du, als ich jetzt den Tank dran gesetzt habe, hat das Teil zum Leuchten angefangen. Ja. Genau. Ah, okay. Und Das hat auch einen jetzt, ich Hebel. könnte da jetzt 9 Blöcke reinlegen, weil da drin ist natürlich für 9 Blöcke Platz. Wenn ich da jetzt jedoch aufstufe, so, warte, jetzt ist die Reihe hier oben komplett, kann ich 18 Blöcke da Ah, reinlegen. okay. Und natürlich so weiter und so fort. Dann machen wir jetzt einfach noch eine Reihe drauf. Sollte Das das der auch genügen? Nana. Oh, Hilfe. Nana hat einen Skyrim-Nordhelm auf. Nice. Kannst du mal Ach kurz. so, entschuldige. Gut, dann müssen wir nur noch Lava holen, dann können wir loslegen. Ich wollte mir Lava Fabricator bauen. Dementsprechend, wenn ihr kurz wartet. Ja, aber ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten oder fast 23 Minuten. Jo, da sagst du was. Dann lassen wir mal die Folge beenden hier auch. Nana, hast du ein Abschlusswort? Ja, abonniert mich. Genau. Gut, das war das Abschlusswort vom Nana am Sonntag. Heute ist ja Sonntag. Nein, heute ist Samstag noch. War zum Glück ist heute noch Samstag. Alter. Und ja, die prügelt sich hier gleich mal. Und Genau. in dem Falle würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut bei den Kanälen von den anderen vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und bis dahin. Macht's Tschüss, gut. ciao. Ciao. Und pfiat euch.